Da natürlich die islamische Gemeinschaft sich nach dem Tod des Propheten Asad ausbreitete, immer mehr Menschen zum Islam kamen, kamen sie auch mit neuen Kulturen, mit neuen Voraussetzungen, mit neuen Problemen und Problematiken, die eine Antwort bedurften. Und so mussten die Ashab jetzt natürlich Methodiken entwickeln, wie sie diese Probleme lösen konnten. Und diese Entscheidung zur Beibehaltung der Ijtihad-Praxis war also eine indirekt die Ursache für die Entstehung der Fiqh-Wissenschaften, also der Fiqh-Schulen. Und diese Fiqh-Schulen, es gab sehr viele, nicht nur die vier, die wir heute kennen, die Hanafitische, die Malikitische, die Schafi'i und die Hanbali-Schule, sondern es gab viele, viele mehr. Aber sie kamen nicht bis zum heutigen Tage durch, weil sie entweder nicht sehr viele Schüler hatten oder ihre Schüler diese Methodik, die Konzepte dieser Fiqh-Schulen nicht niedergeschrieben hatten. Allah hat es den anderen ermöglicht. Das ist ein Nasib, es ist eine Bereicherung. Und wir sehen zum Beispiel in den Büchern der vier ganz berühmten Fiqh-Schulen, wenn sie etwas beantworten, wenn sie an eine Sache herangehen, dass wir dort auch Sachen, Namen finden, wie zum Beispiel Hasan Basri, von dem ist keine Fiqh-Schule bekannt, von Imam Ebu ist keine Fiqh-Schule bekannt. Von Ibn Jarir al-Tabari ist keine Fiqh-Schule bekannt. Aber auch ihre Meinungen wurden in den berühmten Werken und Büchern dieser vier großen Rechtsschulen und Fiqh-Schulen übertragen. Warum? Weil es kein Problem war. Es war sogar soweit kein Problem, dass die ganz berühmten Schüler von Imam Azam, also der Führer oder der Gründer der hanefitischen Rechtsschule, seine zwei ganz berühmten Schüler, Imam Yusuf und Imam Muhammad, rahimahumullah, anhum ajma'in, dass sie sogar andere Meinungen äußern durften als ihre Lehrer. Das war gar kein Problem, weil das so gewünscht war. Und diese Ikhtilaf unter den Gelehrten, also diese verschiedenen Meinungen, die zur Herangehensweise und zur Lösungsfindung für die muslimische Gemeinschaft diente, war gewünscht. Und der Prophet a.s.w. sagte, das ist eine Rahma, eine Gnade für die Muslime. Warum? Weil die Menschen keine Roboter sind. Die Menschen in Deutschland leben anders, haben andere kulturelle Voraussetzungen als die Menschen in Jemen. Diese wiederum andere als in Asien oder in Afrika. Die Menschen sind nicht wie aus einer Fabrik entstanden, sondern sie ticken anders, sie leben anders. Sie haben andere Herangehensweisen, sie haben andere kulturelle, schulische Vergangenheit. Also mussten dort verschiedene Fiqh-Schulen für diese verschiedenen Problematiken und Antworten liefern und finden. Diese zweite Phase der Gefährten und die der vier Imame ging eine ganz, ganz, ganz weite Zeit lang. Man kann sagen, nach dem Tod der vier Imame, das heißt alle Gefährten des Propheten a.s.w. lebten dann natürlich nicht mehr. Allah hatte es einem zum Beispiel, dem berühmtesten der Fiqh-Schulen Gründer Imam Azam, also Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, ermöglicht und ihm erlaubt, seine Lehre und sein Wissen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ziehen und zu lernen. Das ist eine Gnade Allahs. Und das muss man so akzeptieren und sagen, Alhamdulillah. Und die großen Gelehrten, die nach ihm oder währenddessen gelebt haben, seine Schüler, haben das akzeptiert und gesagt, er war der große Gelehrte. Alles andere wäre auch islamisch gesehen falsch gewesen. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sagt über Imam Shafi, rahimahullah, er ist der größte Gelehrte, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und Imam Shafi, rahimahullah, sagt über Imam Azam das Gleiche und sagt, es gibt und wird niemals einen größeren Gelehrten geben als Imam Azam. Und Imam Shafi ist wiederum der Schüler des Schülers von Imam Azam. Das war unter denen kein Problem. Sie wussten die Rangstufe des Wissens und der Gnade Allahs, wem er was ermöglicht hat. Und sie behandelten sich mit Respekt. Und das war eine ganz wichtige Vorgehensweise.